Willkommen zurück. Du kannst mal losreiten, wenn du möchtest. Also dafür brauchst du ein Pferd. Weißt du noch, wie du das Pferd herbekommst? Ich kann schon hier. Ja, natürlich. Den rufen. Du musst nur das Lied kennen. Ja. Und dann mein Vorschlag zu den Gerudos. Mhm, okay. Du kannst theoretisch den Marathonlauf machen noch. Irgendwann. Ah. Ich dachte, hast du gesehen, was kommt? Ja, aber warum ist... Oh. Jetzt kannst du den Gerudos. Ich dachte mit den Pferden, aber das will ich gar nicht machen. Ja, du kannst aber auch noch was anderes machen. Es gibt ja noch, du hast ja gesehen, bei den Pfeilen, zwischen den Feuerpfeilen und den Lichtpfeilen, da darfst du nicht Gas geben. Zwischen den Feuerpfeilen und den Lichtpfeilen gibt es ja noch Pfeile. Und ja, die kannst du bekommen, indem du die Trainingsarena bei den Gerudos machst. Nein! Das ist ohne Pferd. Ah. Das ist nochmal so ein kleines Labyrinth. Du musst gerade reiten, wie immer. Ja, das ist schwierig auf dem Pferd. Eigentlich nicht. Doch. Einfach nur nach vorne drücken. Ja, das heißt, wo willst du hin? Sagen. Ich nehme mir... Vor dich, sonst reitest du zum Hügelsee zurück. Ich nehme mir Anlauf. Also es gibt die Trainingsarena, wo du die Eispfeile als Belohnung am Ende bekommst. Die dauert auch ein paar Minuten. Und es gibt noch dieses Bogenschießspiel auf Epona. Und da bekommst du auch noch ein Herzteil. Links. Gerudos, weißt du noch? Gerudos hatte ich gesagt. Ach stimmt, ja. Ich habe vergessen. Ich wollte zu Gerudos, aber komplett in andere Richtung. Das ist nicht gut. Okay, das, wenn du gar nicht willst, kann ich das Bogenschießspiel machen mit Epona. Da kriegt man noch den, da ist Nachtschwärme übrigens, den muss ich auch noch holen. Das wird schwer, der ist ganz schnell weg. Kriegt man einen großen Köcher und ein Herzteil bei dem Bogenschießspiel. Ja, ich versuche mal. Ja, mach das. Erst. Vielleicht ist es doch leicht. Es ist nicht so leicht, ehrlich gesagt. Aber du kannst es natürlich probieren. Wir haben viele Rubine. Wenn das für dich nicht so leicht mit dem Pferd ist. Ja, probier es einfach mal. Du kannst auch erst ins Zelt gehen zum Marathonläufer. Willst du das machen? Ja. Okay. Mit dem Typen hast du auch gar nicht mehr geredet, aber ich glaube, das bringt auch nichts. Die Bestzeit von hier zur Brücke nach Kokiri war. Weißt du, wo das ist? Da, wo Salia dir die Ocarina geschenkt hat. Beim Eingang von Kokiri. Die Brücke. Ah, Kokiri, das ist... Wo du angefangen hast. Die ganzen kleinen Typen da. Die Kinder. Salia, Mida, Mido. Dahin. Dekubaum. Willst du versuchen, diesen Rekord zu brechen? 2,38. Ausgezeichnet, also. Du fängst an. Ich gebe dir sogar Vorsprung. Los geht's. Du kannst ruhig auf Epona reiten. Echt? Mhm. Naja, okay, das wird vielleicht doch schneller. Aber langsam über die Brücke, sonst bleibt sie wieder stehen. Mhm. Du. Einfach ganz langsam. Nicht so spitzen Winkel, genau. Da sieht gut aus. Jetzt bin ich gespannt, wie du über das Brett kommst. Oh. Das ist immer dein Nemesis. Mhm. Muss man auch mal lernen. Ja, das war schon mal falsch. Da dreh dich doch! Dann geht's erstmal ein Stück zurück. Das wollte ich gar nicht. Ah, das sieht doch ganz gut aus. War schon schlimmer. Warum hast du das gesagt? Es lief schon schlimmer. Jawohl, und okay, raus. Okay, im Schlimmsten ist... Geschafft, ja. Jetzt musst du auf der Weltkarte rechts nach Kokiri. Rechts, also geradeaus? Ja, quasi. Aber da ist ein... Ja, du kannst ruhig ein bisschen Gas geben. Sonst kommst du nie. Ah. Jetzt geht es ja auf Zeit. Soll ich rechts rum? Vorher kannst du machen. Euch. Aber nicht zu viel Karotten. Wenn keine mehr da sind, dann ist das Pferd erschöpft. Jetzt kannst du wieder Gas geben. Gummi, gib Gummi. Ja, gut, das reicht. Und ein kleiner Hinweis, du wirst hier gar nichts bekommen. Oh. Aber dafür, es gibt in deinem Haus in Kokiri eine an der Wand
Oh, das, ob du es schaffst. Oh, ganz knapp. Da gibt es Bestzeiten und da wird es eingetragen. Und nur deswegen machen wir es eigentlich. Sonst ist es nicht wichtig, weil der betrügt irgendwie. Man kann den gar nicht schlagen. Der ist immer vor dir da. Und du siehst auch gar nicht, wie er läuft. Er ist einfach schon hier jetzt. Aber jetzt hast du das auch mal miterlebt. Es war einfach nur ein Witz von den Entwicklern. Cool. Guck, du bist unter 2,38. Du bist über eine Minute schneller eigentlich. Aber er ist noch ein bisschen schneller. Jetzt kannst du mit ihm reden. Koi, pust. Pust. Koi, pust. Wow. Das war sehr gut. Doch, du hast mich noch nicht geschlagen. Deine Bestzeit war 1,37, aber ich war eine Sekunde schneller. Wo hat er seine Hasenohren gelassen? Die hast du ihm doch verkauft als Kind. Mm. Aber auf der Brust hat er sowas, ne? Versuch es irgendwann noch einmal. Ach, mach's mal gut. Der verarscht. Der kann bestimmt sich teleportieren. Gut, das kannst du. Wieder zu den Gerudos. Hast du das auch mal gemacht? Das muss jeder Spieler mal durchmachen. Warum hast du das mir gesagt? Was? Ich dachte, da gewinnt man irgendwas. Ja, hätte ja sein können. Nee. Das gehört halt dazu zum Spiel. Du kannst auch zur Longlong farmen jetzt, wenn du willst. Warum? Das ist aber auch, du bekommst da zwar was, aber das brauchst du nicht unbedingt, sagen wir es so. Was? Nichts Wichtiges. Sag mir was, ob ich das will. Nee, ich will es dir nicht sagen, weil das ist eine schöne Überraschung. Nee, ich will nicht. Okay, weil du musst einfach nur drumrum reiten und über so Hindernisse springen. Das ist auch nicht so schwer. Aber wenn du es wirklich nicht willst, dann halt nicht. Okay, dann sage ich dir, was du bekommen würdest. Ja? Du würdest eine Milchkuh in dein Haus geliefert bekommen. Da kannst du immer Milch anzapfen mit deiner Flasche. Witzig. Ist einfach nur witzig, ja. Ist nicht notwendig. Ist auch das Einzige, was du in der Longlong Farm jetzt noch machen kannst. Sonst hast du alles abgehakt. Gut, dann sind die Dinge erledigt. Dann jetzt zu den... willst du sie wieder zum Hühersee? Immer wieder. Gerudos. Und jetzt entweder zum Bogenschießspiel oder zur Trainingsarena für die Eispfeile. Hier kommt wieder der Nachtschwärmer, wetten. Ne, diesmal nicht. Deswegen, man weiß nie genau, wann er kommt. Deswegen dauert das immer so lange, alle zu fangen, bis sie erstmal kommen. Und dann muss man sie zweimal treffen mit dem Bogen. Das ist gar nicht so leicht. Und jetzt bin ich gespannt. Okay, das war daneben. Knapp daneben ist auch vorbei. Jawohl, jawohl, jawohl. Oh, oh. Ja, und jetzt die Brücke noch. Ja, gut. Ich reite immer wie ein betrunkener Mensch. Richtig, aber das... Richtig. Das ändert sich dann irgendwann, wenn du das Spiel oft genug gespielt hast. Hätte ich mal gerne mit dem alten Nintendo 64 Controller spielen sehen. Das ist ja nochmal anders und schwieriger. Gut, wo gehst du hin? Keine Ahnung. Also ich habe dir gerade gesagt, was du machen kannst. Ich versuche erst mit Pfeile. Also okay, dann ist rechts, also rechts auf der Karte. Da hast du schon mal die Skulptur geholt nachts. Mhm. Schade, dass du jetzt nachts hier bist. Jetzt ist die schöne Musik nicht da. Aber ist auch nicht so schlimm. Aber ich glaube, du musst sogar tagsüber kommen, weil die Frau sonst nicht da ist, die dich das Spiel spielen lässt. Mhm. Aber wenn du jetzt absteigst, dann erstmal da irgendwo rein. Sonst ja, das wollte ich. Denkst du, dass nur du schlau bist? Manchmal habe ich so das Gefühl. Aber das klang gar nicht arrogant. Nee, Quatsch. Guck, hier links ist die, hinter dir ist die Trainingsarena, wo die, ja genau, die Gerudo ist. Wudi. Das Lied hat sie auswendig drauf. Es fehlen noch 6 Herzteile. Yeah, tolle Musik. Yeah. Die liebt jeder. Wir können keinen, der dieses Lied nicht mag. Das kann man eigentlich gar nicht mögen. Also du brauchst 1000 Punkte für das Herzteil und 1500 für den Köcher. Also das Herzteil traue ich dir auf jeden Fall zu. Da musst du nur 10 mal 100 Punkte. Ich muss mit dir reden. Nee. Weil 10 mal 100 Punkte, das ist eigentlich schaffbar. Und es gibt so einen Trick, wenn du nicht auf die Zielscheiben schießt, sondern auf die Töpfe, dann kriegst du automatisch 100 Punkte, glaube ich. Das ist vielleicht ein bisschen leichter, die Töpfe da
Guck, auf den Kisten stehen Töpfe, wenn du gleich anfängst. Mhm. Und die sind vielleicht leichter zu treffen als die Zielscheibe in der Mitte. Hä? Warum? Hm? Was? Warum? Ich finde es irgendwie einfacher, weil Zielscheibe ist irgendwie größer. Schwieriger zu treffen. So. Aber mach, wie du denkst. Du wirst ich muss so rennen und nach rechts schießen. Genau, und dann vorne ist noch diese Zielscheibe, die kannst du auch noch treffen. Und dann auf dem Rückweg nochmal alles. So rennen? Einmal umrum reiten. Also reiten tut Epona, glaube ich, von selber. Du musst nur zielen. Ah. Das ist dann das und sie dreht sich von selber. Ja, sie rennt von selber. Aha. Du musst einmal nur weil draußen, sie rennt nur geradeaus. Draußen? Nee, ja. Hier wird sie gelenkt quasi. Und du musst mit B schießen, nicht vergessen. Also da, wo du Schwert ziehst sonst. Nicht mit C diesmal. Und dann so rum. Und dann reitet sie auch nochmal umrum und dann ist fertig. Mhm. Einmal drumrum. Und hier, okay. Diese Zielscheibe kann dir noch helfen, wenn dir noch was fehlt. Also 1000 Punkte musst du anvisieren. Du kannst ein paar Mal probieren. 1500 ist ziemlich schwierig, das mache ich dann, wenn du es... Muss ich gerade ausstehen oder nicht? Nee, ist egal. Einfach mit dir reden. Hey Junge, du hast da aber ein tolles Pferd. Keine Ahnung, wo du das geklaut hast. Aber wie wäre es mit einer Runde Bogenschießen zu Pferde? So wie dein Pferd galoppiert, schieße mit deinen Pfeilen auf die Zielscheiben. Wir werden ja sehen, wie oft du triffst. Du bekommst 20 Pfeile. Wenn du 1000 Punkte erreichst, erhältst du einen genialen Preis. Willst du es versuchen? Es kostet nur 20. In die Töpfe schießen? Das kannst du machen. Oder auf die Zielscheiben in die Mitte. Aber nur in der Mitte gibt es 100 Punkte und die Töpfe bringen die direkt 100. Drücken, schießen. 60. Hi. Du brauchst aber einen Rhythmus. Jetzt gerade. Nee, auf die andere Zielscheibe, die vor dir ist. Die hier. Ach. Okay, 60 ist schon mal was. Jetzt umdrehen und wieder auf Rückweg. Hast du nochmal Chance. Aha. Aber noch 11 Pfeile hast du. Ja, siehst du, das sind direkt 100. Wow, schon sehr gut. Du kannst es schaffen. Also jetzt schaffst du es nicht, aber irgendwann kannst du es schaffen. Jetzt kannst du die Zielscheibe nochmal treffen. 24, fast die Hälfte. Das ist, und 2 Pfeile hattest du noch übrig. 420. Hahaha, du musst wohl noch ein bisschen üben. Glaube ich auch. Ja, okay, das ist nicht so schwierig. Siehst du? Also es wirkt nicht so schwierig. Nee, du brauchst einfach einen Rhythmus, dann triffst du alle Töpfe gleichzeitig, also hintereinander. Es fehlen noch 900 Punkte. 60. 11 Pfeile noch. 9 schon verbraucht. Nee, schade. Siehst du, jetzt hast du einen Rhythmus. Mm. Schon wieder 460. Schaffst du noch mehr? Du hast noch 3 Pfeile. 2. 1. Du hast am Ende noch... Ja, du verbesserst das. Du wirst auch nicht schlechter. Du wirst aber auch nicht besser. Ja. Okay, das ist interessant. Ja, macht Spaß? Ja, schön. Bisschen. Kleines Bisschen. Du musst auch nicht direkt rechts schießen, du kannst auch weiter nach vorne schießen. Sehr schön. 500, die Hälfte hast du. Auf Rückweg die andere Hälfte und dann hast du es. Nein. Aber dann vielleicht lieber auf die Zielscheiben jetzt schießen, weil die Töpfe sind ja weg teilweise jetzt. Mhm. In die Mitte musst du treffen, genau in die Mitte. Oh. Und auch mehrmals gerne, weil du hast noch Pfeile übrig. Ganz viele Pfeile hast du. 680. 100. Ja, also. Nur noch 220. Du kannst es schaffen. Zumindest die 1000 schaffst du bestimmt. Die 1500 mache ich dran lieber. Sonst dauert das hier noch ein paar Stunden.
Die Töpfe sind so dünn. Du kannst, wir sind hier nicht so weit nach rechts. Dann kannst du ein bisschen mehr sehen und ein bisschen länger schießen. Ja. Genau. Schon die Hälfte geschafft und noch 13 Pfeile. 560. Siehst du, wie schnell du besser wirst. Theoretisch kann ich von hier schon? Theoretisch schon, ja. Aber du musst halt gut treffen. Ui. Oh, schade. 740. Ah. Jetzt gibt's nur noch eine Zielscheibe. 840. 160 nur. Oi. Du musst nur an dich glauben. An das Herz der Karten. Das klappt nicht so gut. Das lief schon mal besser. Oh, das lief aber gut diesmal. Die Hälfte hast du schon quasi. Und noch mehr als die Hälfte der Pfeile. Also ist das ist möglich. Du kannst auch jetzt schon schießen, wie gesagt. Siehst du? Das war nicht gut. Ja. Die Töpfe retten dich. Jetzt nur noch ins Ziel. Da in Scheibe. Einmal treffen. Einmal nur treffen. Schieß ganz oft. Jawohl, du hast geschafft. Wow! Yay! Yeah. Ich hatte so Angst von dieser Dings da und. Oh, diese Dings da, dann hast du Dings da gemacht. Großartig, du bist ja ein absoluter König im Bogenschießen. Ich weiß. Hier, nimm dies. Du kannst es bestimmt gut gebrauchen. Yeah. Ein Herzteil. Jetzt hast du einen weiteren. Jetzt fehlen nur noch 4. Soll ich das jetzt machen? 1500 Punkte? Ah, 1500? Ja, das ist für den größten Köcher, dass du 50 Pfeile tragen kannst. Oder willst du es versuchen? Das ist nicht so leicht, da brauche ich auch immer eine Weile. Okay, dann machen. Na gut. Damit du dich auch nicht langweilst, damit du auch ein bisschen spielst, was zu tun. Ich habe schon ein bisschen geschlafen gerade. Nee, Quatsch. Reden. Ich muss jetzt selber erstmal reinkommen wieder. Du hast 100 Rubine gebraucht, also 5 Versuche. Und dann hast du es schon geschafft. Nicht schlecht. Okay, ich gehe auch immer erstmal auf die Töpfe, da fühle ich mich am sichersten. Ja, ich muss auch erstmal reinkommen. Na, die Hälfte, aber nur von 1000. Das reicht nicht. Das wird leider nichts. Aber es war ein guter Anfang, also zum Üben. Ups. Ja, immerhin. Ich hätte auch ein Herzteil bekommen jetzt. Ganz ordentlich. Es kostet aber trotzdem noch 20, na toll. Immer 20 Rubine. Warum? Weiß ich nicht. Nee, warum sagst du das? Ja, weil ich doch wieder 1000 erreicht habe. Beim letzten Mal gab es ein Herzteil dafür. Ach so. Wow. 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 Das heißt noch nicht, dass es reicht. Ich muss mehr Hunderter treffen. Das wird sonst zu eng. Und hier ist irgendwie ein Viech drin. Insekt fliegt hier rum. Das nervt gerade überhaupt nicht. Wow. Oh, noch einmal. Ja. Wuhu. Bitte schön, du darfst wieder. Sehr gut. Also, das war ich. Ja, das war Angelina. Donnerwetter, du bist ja ein wahrer Meister deines Fachs. Oh ja. Ich gebe dir etwas, das nur ein echter Meister würdig ist. Es ist ein wertvoller Köcher, den ich dir überreiche. Er gehört nun dir. Behandle ihn gut. Behandle ihn gut. Der Riesenköcher. Jetzt kannst du insgesamt 50 Pfeile tragen.
Okay, jetzt kannst du im Prinzip zur Trainingsarena gehen, wenn du möchtest. Da brauchst du vorne aber nicht. Dann kannst du. Was muss ich dann machen? Das ist so ein kleines Labyrinth wieder, so wie der Brunnen, nur nicht so gefährlich, also nicht so düster. Ah, aber so. Das ist nicht für Zeit. Wie nicht für Zeit? Also, das ist nicht mit Zeitdruck. Es kann Sachen drin geben, die auf Zeitdruck sind. Nun, Kleiner. Warum jeder nennt mich Kleiner? Weil du so klein bist. Hä? Du musst nicht mit dir reden. Ah! Aber warte mal. Ah, die da unten? Ja. Aber warte mal, bevor du sie ansprichst, dann machen wir ein neues Video. Weil es wird eine Weile dauern hier, also schon bestimmt locker ein Video. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.